Hallo und herzlich willkommen zur brandheißen Programmpräsentation der KI für das erste Quartal 2014. Bei mir ist heute Werner Brautmann, der zweite Vorsitzende der KI. Werner, herzlich willkommen. Schön, hallo, dass du da bist. Gerne. KI, Werner, was bedeutet das überhaupt? Ja, ich hoffe, das hat sich einigermaßen rumgesprochen in Warstein. KI steht für Kulturinitiative und wir haben einen Verein gegründet, um in Warstein wieder viel über die normale Vereinskultur hinaus loszumachen an öffentlicher Kultur. Verstehe ich das richtig, dass ihr als Verein so die Kultur in Warstein wie so einen, ich darf mal eben kurz, roten Faden hier durch das Jahr ziehen wollt? Ja, das ist eigentlich sehr gut verbildlicht. Wir hoffen auch ein bisschen das Publikum verzaubern zu können mit verschiedenen Veranstaltungen. Ja. Nettes Stichwort, ja. Ja, ein breites Kulturangebot so für alle möglichen Zielgruppen, das sich durchs ganze Jahr zieht. Das ist richtig, das haben wir vor. Also ich finde das sehr interessant, wenn man sich mal so die Entwicklung anschaut. Ihr seid 2011 gestartet. Da gab es laut eurer Internetseite 4 Programmpunkte. Es ging ja auch erst im November los. Ging erst im November los, genau. Wenn ich jetzt das Jahr 2012, also direkt drauf nehme, da waren es schon 14 Programmpunkte. 2013, bedingt durch den Umbau der Aula, ein bisschen weniger. Was können wir 2014 erwarten? Ja, da kann man sagen, da starten wir dann voll durch. Die Aula steht pünktlich und wunderbar saniert wiederhergestellt. Im Wesentlichen natürlich jetzt für Schulzwecke benutzt, aber es wird Raum genug geben auch für kulturelle Veranstaltungen und zwar in besserer Form, wenn man so will, weil das eine Mehrfunktionshalle ist, dass man sogar mehr machen kann vielleicht als bisher. Da wollen wir voll durchstarten. Es wird viele Programmpunkte geben und hinzu kommt, dass wir eine kleine Reihe im Haus Kupferhammer für erlesenere Programme dazu starten wollen und ich denke, wir werden dann 2012 noch übertreffen, ja. Das ist interessant. Ihr geht also nicht nur in die neue Aula, sondern ihr geht auch in weitere Objekte wie das Haus Kupferhammer. Habt ihr sonst noch was in Planung, wo Kultur in Warstein stattfinden kann? Ja, das geht an vielen Orten. Wir haben ja auch Veranstaltungen in der Warsteiner Welt gemacht. Man könnte sich vorstellen, dass man in die Höhle geht. Man könnte sich vorstellen, dass man in der Gaskugel etwas macht. Wir haben zusammen mit der Kirchengemeinde in der Heiligkreuzkirche Beleke das Musical mitveranstaltet. Es gibt schon viele Orte, man muss aufpassen, dass das zur jeweiligen Veranstaltung passt. Ja, man sieht, Kultur ist in Warstein allgegenwärtig. Auch bereits vorhandene Objekte können hervorragend hierfür genutzt werden. Sehr, sehr gute Ideen, die die KI hier hat. Direkt im Januar wollt ihr so richtig durchstarten und es richtig krachen lassen. Ja, was können wir da erwarten? Da erwarten wir einen großen Abend mit Rio. Rio? Rio, The Voice of Elvis? Rio, The Voice of Elvis. Bekannt aus den öffentlich-rechtlichen Privatsendern. Was wird er bieten? Wo habt ihr die Kontakte zu Elvis her? War er schon mal bei euch? Ja, also das war ja das ganz besondere Ereignis zum Start der KI. Wir haben damals zusammen mit einem klassischen Programm an einem Wochenende gezeigt, dass wir Erlesenes und auch populäre Kultur hier beabsichtigen. Und dann haben wir Rio, der ja ein Warsteiner Künstler ist, hier engagieren können. Er hat sich angeboten, das war auch sehr entgegenkommend. Er hat auf die Gage verzichtet und hat einen fantastischen Abend geliefert. Und wir haben gleichzeitig verabredet, das wird natürlich zur Wiedereröffnung der Aula, muss er unbedingt auch kommen. Also lang gepflegte Kontakte, die ihr da auch habt. Ich glaube, eines der bekanntesten Titel von Rio ist ja, auch wenn es gar nicht draußen so aussieht, When the snow flies in a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Ich werde mir jetzt auch ersparen, das singen zu wollen. Das kann Rio, glaube ich, besser als wir beide. Ja, das wird Rio wohl präsentieren und wir hoffen auf einen Abend, in dem die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Da ist stark von auszugehen. Neben Rio habt ihr aber auch viele andere Künstler mittlerweile in eurem Portfolio, wo ihr Kontakte zuschmiedet. Nicht nur hier aus Warstein, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus Bekannte. Ja, das geht weiter, zum Beispiel mit dem Paderborner Schauspieler Willi Hagemeyer, der auch gewisse Beziehungen nach Warstein hat, ist mit einer Warsteinerin verheiratet. Willi Hagemeyer hat eine ganz markante Stimme, wie das bei Schauspielern so ist. Also da übertrifft er uns beide auch wieder in der Hinsicht. Und er kann wunderbar rezitieren. Und er wird einen Abend machen mit Szenen aus dem bekannten Roman, dem weltberühmten Roman Don Quixote,
von Cervantes. Wir werden wohl nicht alles an dem Abend bringen im Haus Kupfer, mal so einige Szenen will er darbieten. Er hat auch einen Musiker, den Komponisten, den Hauskomponisten der Kammerspieler Paderborn dabei, der im Hintergrund Musik macht. Und es wird auch nicht nur rezitiert, nicht nur vorgetragen, sondern auch in gewisser Weise gespielt und dargeboten. Ein sehr zauberhafter Abend, hoffe ich. Wobei Don Quixote ja eigentlich so eine entzauberte Welt erlebt, indem er gegen Windmühlen kämpft. Wie sieht das bei euch mit der KI aus oder in der KI, wenn ihr so die Kultur in Warstein? Ist das auch ein Kampf gegen Windmühlen oder sagst du eher, es geht voran? Es war in gewisser Weise auch ein Kampf gegen Windmühlenflügel, aber es war ja erfolgreich. Insofern passt es nicht mehr so ganz, dieses Bild. Also man sagt ja, Kampf gegen Windmühlenflügel heißt, dass man viele Widerstände zu überwinden hat und dass man sich Illusionen macht. Und man macht sich vielleicht einige Illusionen, was man in Warstein machen kann, aber wir haben doch immerhin einiges erreicht. Was ist in letzter Zeit in Warstein alles entstanden? Und jetzt blüht auch das Kulturleben wieder und da können wir schon ganz stolz drauf sein. Insofern passt es und passt es auch wieder nicht. Don Quixote bleibt also mehr oder weniger zauberhaft. Wir schreiben die Geschichte neu hier. Das ist interessant, denn neben der KI hat es ja jetzt auch, oder neben ist vielleicht falsch, es hat immer noch die Laienspieler in Beleke auch gegeben, die schon damals Großartiges in der Aula präsentiert haben. Wie ist euer Verhältnis dahin? Bindet ihr die auch mit ein? Ja, wir werden überhaupt wahrscheinlich jetzt viele Kontakte knüpfen zu den vielen Kulturorganisationen, die es in Warstein gibt und mit denen zusammen was veranstalten auf der Aula-Bühne. Und die Laienspielscher, das war ja so ihr Heim. Ihr Zuhause. Ihr Zuhause. Sie haben dort, die Welt bedeutet. Die haben dort die Stücke inszeniert, sie haben dort Stunden, Tage verbracht, um das zu inszenieren. Geprobt. Und das soll so weitergehen. Die haben jetzt lange darauf gewartet. Und dann kommt ja das neue Stück Prinzessin Samira und das Geheimnis des roten Chin. Das wird ja dann mehrmals aufgeführt. Das ist dann Ende Januar der Fall. Prinzessin Samira, das Ganze, das hört sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen wahrlich zauberhaft magisch an. Ich weiß noch, früher, da habe ich immer diesen Glanz dieser Kugeln bewundert. Eine echte, zauberhafte Kugel. Wenn wir jetzt mal von Prinzessin Samira ausgehen, es ist ja so ein Programm eigentlich, darfst du ruhig mal anfassen, für die ganze Familie, oder? Das heißt, es ist nicht nur etwas für Erwachsene dabei, sondern es wird was für jedermann geboten. Das Gesamtprogramm der KI, ja, das ist richtig. Also zum Beispiel haben wir dann ja als nächstes Programm im Februar ein Musikprogramm. Da kommen drei Musiker aus Soest, die Pianistin Luisa Kimmel, die Sängerin Monika Hufnagel und der Kontrabassist Ivo Kassel kommen mit einem Programm, in dem sie Texte, Gedichte, bekannte Gedichte, witzige, komische, kleine, nette, romantische, in dem sie in eigenen Vertonungen die darbieten. Mixed Voices am 16.02. Und zwar an einem Sonntagnachmittag. Und die werden das im Haus Kupfer mal darbieten. Im Februar, da gibt es jetzt nur einen Programmpunkt. Woran liegt das? Ja, man kann es sich denken. Im Februar haben wir, wenn man so will, eine große Konkurrenz. Da gibt es die Karnevalszeiten. Die Jecken sind los. Die Jecken sind los. Und wir wollen niemandem in die Quere kommen. Man bemüht sich auch darum, Termine abzusprechen. Das wird auch eine große Aufgabe von uns sein. Andererseits ist natürlich auch immer gut zu sehen, dass es ein vielfältiges Programm gibt, dass also manchmal so an einem Abend an verschiedenen Stellen was dargeboten wird. Aber in der Karnevalszeit halten wir uns zurück. Ja, ich denke, das ist nur fair, dass jeder da seinen Platz auf der heimischen Bühne bekommt. Im März, da wird es ja dann Gott sei Dank wieder direkt losgehen. Mitte März ist, glaube ich, der erste Termin. Wen erwarten wir da auf den Brettern, die die Welt bedeuten? Da kommt ein bekannter Warsteiner Künstler, inzwischen auch weit über die Grenzen hinaus bekannt, in dieser neuen Kunstform Poetry Slam. Das ist ja bekannt. Junge Leute stellen sich auf die Bühne und bieten ihre Gedichte, ihre Texte an. Und in möglichst, also in einer Form, als wenn es ein Popabend wäre, als wenn es eine Rockveranstaltung wäre. Da haben wir ja schon mehrere Abende gehabt. Und bekannt ist ja nun unser Shootingstar Fabian Navarro. Er kommt, glaube ich, nicht alleine, welche dabei. Er hat zwei andere Slammer und die machen jetzt keinen Wettbewerb wie sonst, sondern sie haben aus ihrem Programm ein eigenes Programm zusammengestellt. Wir hatten sie ja schon mal in Warstein. Dann nannten sie sich Hooters Girls. Als Männer. Interessant. Ja. Und jetzt nennen sie sich wieder anders. Team 101. Und haben ein Programm mit dem Namen Mobbing Dick.
und werden herumalbern, das Publikum provozieren, sich mit Kartoffeln bewerfen, improvisieren, was ihnen so einfällt. Fabian Navarro mit zwei anderen. Ist es da so, dass der eine nur ein bisschen zu sagen hat, der andere schon ein bisschen mehr zu sagen oder der nächste dann so, wie wir beiden heute, ganz viel zu sagen? Oder ist es wirklich ein eingespieltes Team? Ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt schon selber wissen. Sie werden wohl sehr viel improvisieren und das wird sich so ergeben. Vielleicht hängt es sogar am Publikum, je nachdem, wie das Publikum mitspielt, dass sie sich in anderer Weise produzieren auf der Bühne. Wir müssen uns überraschen lassen. Also so wie ich die drei kenne, denke ich, wissen die genau, wenn du einfach mal eben pustest. Pusten. Richtig? Dass es nur dann funktionieren kann, wenn alle drei an einem Strang ziehen. Der Fabian und seine zwei Kompagnons. Ja, das ist so der Start. Es gibt dann aber auch noch die Mixed Voices, habe ich gehört. Was werden die auf der Bühne präsentieren? Das ist so eine Kooperationsveranstaltung. Die Mixed Voices haben sich ja inzwischen unter den vielen Chören in Warstein einen Namen gemacht. Sie werden einen ganz anders als erwartbaren Chorabend präsentieren, nämlich zurückgehen in die Jahrzehnte des Pop. Ihr Programm heißt The Show Must Go On. Es geht wohl zum Beispiel um The Queen und andere Gruppen, die sie aufführen, vorspielen. Ein Zurück in die 80er, 70er, 90er Jahre. Also ein wirklich bunt gemischter Abend, wo so alles mit dabei sein wird. Das wollen wir hoffen, ja. Wie sieht dann so der weitere Ausblick aus? Was haben wir noch auf dem Programm? Ja, wir haben Kindertheater auf dem Programm. Wir werden uns immer bemühen, auch Kinderveranstaltungen, Kindertheaterveranstaltungen zu machen, neben der Laienspielschar. Wir hatten ja als letztes Mal sehr erfolgreich im LWL-Festsaal auch noch so einen Ort, den man in Warstein gut nutzen kann. Da wurde von Erich Kästner Emil und die Detektive aufgeführt. Ein fantastischer Theaterabend. Und jetzt haben wir von der gleichen Gruppe Räuber. Der alte Erich, ja. Den Räuber Hotzenplotz. Räuber Hotzenplotz, ja, da kann selbst ich mich noch dran erinnern, ist noch nicht ganz so lange zurück. Kaspar und Seppel, die den Räuber Hotzenplotz in den Fängen geraten sind, glaube ich. Ja, auch interessant hier, vor allen Dingen auch alles erschwinglich. Ne? Es kann sich wirklich jedermann leisten, der Interesse hier an Kultur hat. Ja, Kultur kostet. Man darf sich auch nicht wundern, dass es Dumpingpreise sind. Wir müssen schon die Kosten einspielen, die Künstler brauchen Geld. Wir haben Begleitkosten, die GEMA verlangt Geld. Das ist schon sehr teuer. Deswegen ist es erschwinglich, aber die Zeiten des gegen Null tendierenden Eintrittspreises, die sind vorbei, leider. Leider oder auch Gott sei Dank, denn die Leute wollen ja auch leben, die dort was auf die Bühne bringen. Wie sieht es im April aus? Ja, im April kommt ein zweiter großer Höhepunkt, insofern ist unser Programm in gewisser Weise umrahmt. Es besteht ja der große Bedarf auch nach großem Theater und wir haben ein Theater aus Köln geholt mit einem Stück, das wohl eines der erfolgreichen, wenn nicht das erfolgreichste Stück auf deutschen Bühnen ist, nämlich das Stück Kunst. Kunst, das Kunst ist interessant. Von Jasmina Reza. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, zum Beispiel. Ist hier die Frage, oh, das ist Kunst. Ein weißes Bild. Was könnte es sein? Das ist große Kunst. Jeder interpretiert es anders. Sagt jedenfalls einer der drei Freundinnen im Stück. Und er hat ein Bild gekauft für 20.000 Euro. Ein Schnäppchen? Könnte man so sagen. Und steht davor und ist geradezu ein anderer Mensch. Und seine beiden Freunde, die verstehen die Welt nicht mehr. Und sagen, sag mal, das ist doch einfach nur weiß. Dann sagt er, nein, schau doch mal genau hin. Die Schraffur, siehst du nicht die Schraffur? Wahnsinn. Also ich sehe hier eine verschneite Winterlandschaft in New York. Jeder sieht etwas anderes darin. Und es geht um dieses Kunstwerk für 20.000 Euro, das in einem Freundeskreis von drei eingespielten alten Kumpels auf einmal für Missbehagen sorgt und dann verstehen sie sich nicht mehr. Und ja, es ist eine Beziehungskomödie von höchsten Graden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Werner, aber ich würde 20.000 Euro zum Beispiel dafür einsetzen, um hier zur KI zu kommen. Wenn ich hier weitere Informationen brauche, wo kann ich mich informieren, wo gibt es Inhalte, was an Programmen geboten wird? Ja, die üblichen Kanäle, wenn man so will. Wir haben Zeitungsinformationen, wir haben eine eigene Homepage, ki-warstein.de. Wir können Newsletter verschicken,
Es gibt Plakate. Ich denke, man kommt, entkommt uns nicht bei der Werbung und mit den Informationen, was hier abspielt. Wir hoffen nur, dass die Leute dann auch wirklich, wenn sie wissen, da ist was, auch wirklich kommen. Ja, kommen ist ein gutes Stichwort. Kommt doch einfach mal auch auf unsere Facebook-Seite. Dort gibt es immer wieder reichlich Informationen. Wir sind immer top aktuell. Ihr dürft uns liken. Wir freuen uns auf euch. Und natürlich auf das zweite Quartal 2014, wo wir uns dann wieder melden werden.